Keep out. Tja, hätten wir uns mal besser dran gehalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir haben es hier mit einigen Monstern zu tun, die an der Decke schweben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich für Monster. Ganz abgesehen davon befinden wir uns gerade im Kanal und versuchen rauszukommen. Wir sind hier, um zum See zu gelangen. Das da sieht nicht so aus, als würde es mich weiterführen. Ach, es ist, ja, das ist derselbe Weg, den ich eben schon gegangen bin. Aber in dem Fall verwirrt mich die Karte gerade sehr. Ich verstehe es nicht. Hier dürften gleich mal wieder jede Menge Monster kommen. Diesmal werden wir uns ausnahmsweise... Hier komme ich doch her. Hä? Was zur Hölle? Okay, ganz ruhig. Ich darf einfach nicht... Ich darf mich nicht beirren lassen, ja? Okay. Jetzt sind wir weit genug weg. Jetzt sollten wir wirklich nicht nochmal dort landen, wo wir herkommen. Warum auch immer wir eben dort gelandet sind. Ich verstehe es ja selbst nicht. Will ja gar nicht so tun. Stimmt, hier gab es jetzt... Schieß! Das Schöne an diesen Gegnern ist... Genauso wie eigentlich bei allen Gegnern. Man stunt sie, wenn man sie anschießt. Man lähmt sie also sozusagen kurzzeitig. Was natürlich relativ hilfreich ist. Ich glaube, unser Weiterweg befindet sich unten. Genau, natürlich. Was sich ja verändert hat, ist einzig und allein, dass wir jetzt einen Schlüssel haben. Mit dessen Hilfe, unter dessen Zuhilfenahme, wir zum einen diesen Satz bis ins Unendliche hinstrecken können, zum anderen aber unten dann eine Tür aufsperren können. Schieß, 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 Harry. Gut, schießen hast du schon gemeistert. Jetzt noch treffen, dann wäre super. Boah, diese Wesen, ja. Auch interessant, was hier alles so hängt. Also, hier, wenn man oben links mal guckt. Ist das richtig? Da kommen wir her. Ja, da kommen wir her. Es geht also in diese Richtung eher. Keep out. Tja, wir haben jetzt den Schlüssel. Jetzt können wir hier durch. Oh mein Gott. Ich weiß, was gleich passieren wird. Ah, jede Menge Ungeziefer. Dass die diese Kanalisation auch nicht mal kurz... Ich meine, man könnte ja kurz mal jemanden vorbeischicken, der wesentlich mal den Dreck der letzten 10.000 Jahre entfernt. Aber nein, die Kanalisation bleibt, wie sie ist. Es wird jetzt hier nichts verändert. Hoch da. Kommen wir jetzt raus, oder? Ja, genau. Okay. Ebene 2 der Kanalisation. Wie kann denn hier eigentlich Wasser sein? Hä? Achso, ja, hier ist gar kein Wasser. Okay. Wieso braucht die Kanalisation zwei Ebenen? Vor allem, und das ist noch viel wichtiger, wir sind eine Leiter hoch, eine Leiter runtergegangen, gehen eine Leiter hoch, sind dann aber nicht nochmal oben. Ich bin verwirrt. So ein kleines, ja, so ein ganz kleines bisschen schon. Muss ich ja durchaus zugeben. Eigentlich ist die Kanalisation der kürzeste Bereich im Spiel. Der Bereich? Ja, stimmt doch. Der kürzeste Bereich im Spiel sollte deshalb auch nicht allzu lange dauern. Dann wiederum, wenn ich mir ansehe, in welcher Verfassung ich mich gerade befinde, können das hier ein bisschen... Zeit in Anspruch nehmen. Ja, bitte. 10.437 von denen. Auf einmal. Pro Quadratzentimeter. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen... Wohin wollen wir? Da ist doch schon die Leiter. Wieso will ich dann... Ach so, ja. Stimmt. Die Tür wäre abgeschlossen gewesen. Die andere Tür, an der ich mich eben befand.
Deshalb müssen wir hier mal kurz den Schlüssel besorgen. Besorgen, borgen passt besser. Oder bergen. Bergen passt perfekt. Obwohl gar kein Berg involviert ist. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Auch interessant, dieser Pfeil, der uns zeigt, in diese Richtung. Ja, in welche denn sonst? Wohl nicht in diese. Okay. Aber der Sound spielt mal wieder zu verrückt. Und dort hatte wohl jemand einen Unfall. Da hatte jemand seine Tage. Schlüssel zum Kanalisationsausgang. Vielen Dank. Oder muss ich das zurücknehmen? Ja, muss ich. Wir werden erstmal nichts zurücknehmen und wir werden es auch zu vermeiden wissen, zurückgenommen zu werden, sondern werden stattdessen rennen, 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 so schnell wir auch nur rennen können. Lauf, Harry, lauf! Zum Kanalisationsausgang, der sich genau dort befindet. Genau, wir müssen eigentlich nur geradeaus. Ja, natürlich jetzt wieder die Mistkäfer. Mistkäfer? Ja, sind sie eigentlich. Scheiß. Darf ich durch? Danke. Danke. Oh, okay, noch eins weiter. Ein einziges. Was auch immer. Weiter. Mein Güte, mach auf! Mach! Oh! Ich stehe doch schon an der Tür. Oh! Durch! Harry, lauf! Boah, mein Hals juckt. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch das wissen wollte, aber raus hier. Harry zeigt uns, wie man eine Leiter hochklettert. Vielen Dank, Harry. Du bist uns eine große Hilfe. Wenn du uns jetzt noch zeigen kannst, wie man überlebt, wie man einfach nur am Leben bleibt, wäre das schon eine super Sache. Wohnungsbau in Hamburg. Ein Verbandskasten. Wer hat denn da ein Haus um das Loch im Fenster gebaut? Egal. Gewehrpatronen. Ohne Gewehr. Und Pistolenpatronen. Hier ist jetzt der Bereich, in dem man wieder mal entscheiden kann, welches Ende man bekommt. Man sollte hier die Karte bei der Information mitholen. Wir können jetzt praktisch unser Ende schmieden. Wir müssen in Annies Bar. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig, ansonsten... Ja gut, ansonsten kriegen wir das schlechte Ende. Wenn man das schlechte Ende will, geht man natürlich besser nicht dahin. Aber wir wollen ja das gute Ende. Wir sind ja ein freundlicher Marco. Auch ihr seid ein Marco, habe ich jetzt gerade entschlossen. Und ist die Bar hier? Nee, das ist nur eine random Tür, die gehen nie auf. Dann müsste es hier diese Tür sein. Auch eine random Tür, die gehen nie auf. Ich bin ja auch eine Stufe zu hoch. Ich bin allein vom Niveau einfach zu hoch für die Monster. Na? Okay, hier ist es. Nee, das ist der Burger. Das ist der Happy Burger? Es gibt nur den Happy Burger. Abgesehen vom Konami Burger. Oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ist das hier schon Annies Bar? Nee. Ich glaube, das würde ich auch wissen, wenn die Bar diese Farbe hätte. Es wäre ja lächerlich. Wird ja keiner hingehen. Geht ohnehin gerade keiner in eine Bar in Silent Hill, aber... Da kämen ja dann noch weniger Leute. Als ohnehin schon. Yep. Das da? Ich hab sie. Ist das Annie's Bar? Das ist der Indian Runner. Wir müssen zuerst zu Annie's Bar. Direkt gegenüber allerdings, also nicht so schlimm. Seid gegrüßt, liebe Autos. Ich bin schon wieder zu weit, oder? Nein, ich bin richtig. Wenn ich mal richtig bin, gucke ich auf die Karte wie ein Bekloppter.
Nein! Boah. Schüttel ihn ab, schüttel ihn ab, schüttel ihn ab. Das ist so eklig, wenn man mit denen besprungen wird, ja? Das ist so eklig. Rein da, rein. Nicht ins Fenster, Harry. Nein, die Bar war doch da. Bin ich tot? Nein. Okay. Wäre wirklich komisch gewesen, jetzt nach dem ersten Bissen tot zu sein. Okay, ich bin in der Bar. Und da treffen wir einen alten Bekannten. Zum Glück kann Harry besser zielen als er, wenn er auf Harry zielt. Schade, dass er so gut nur in den Cutscenes zielen kann. Boom! Are you okay? No, I'm Kaufman. Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. Oh, doch, ganze 6 Teile. The military rescue squad should be here any time now. 7. If they come through the town, we're home free. Mhm. Sehr wahrscheinlich. I better get going. Auf Wiedersehen. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. No. Und schon ist er weg. Ja. Annie's Bar, das war Kaufman, den haben wir gerettet. Wären wir hier nicht hingegangen, wäre er wahrscheinlich gestorben und das, wäre fürs Ending nicht so toll, zumindest nicht für das, was wir anstreben, denn wir brauchen ihn noch. Hier liegt eine Notiz auf dem Boden. Kaufman muss das fallen gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Sehr genau. Kaufman Schlüssel und eine Quittung. 0743. Ja gut, wir können sie ja mitnehmen. Muss ich mir die Zahl gar nicht merken eigentlich. Aber diese Zahl werden wir gleich ebenfalls noch benötigen. Das war's, glaube ich, soweit in Annie's Bar, ja. Hier liegt jetzt nichts mehr rum. Ihr erinnert euch noch an das Zahlenschloss beim Indian Runner, ist ja wenige Minuten her. Genau dort müssen wir jetzt hin mit dem Zettel, den wir gerade gefunden haben. In diesen Laden rein, stürmen. Heißt ja nicht umsonst Runner. Heißt ja nicht umsonst Indian. Ach, hier ist noch was. Nee, nicht hier. Verwirrung. Aber soweit hat ja alles eigentlich ganz gut geklappt. Indian Runner, diese Richtung. Licht aus, damit wir nicht von Monster gesehen werden. Ich mache das Licht viel zu selten aus. Ich mache das Licht übrigens auch wegen diesem tollen Grafikfehler hier aus. Das liegt aber nicht am Spiel selbst, das liegt an der Emulation. Ganz abgesehen davon... Ja, hier. Diese Richtung. Na? Indian Runa! Indian Runa! Danke. Oh, wie war die Notiz? Wie war die Nummer? 0473. Das war knapp. 0-4-4-7-3. Danke. Ich frage mich, was passiert, wenn man hier reingeht, ohne vorher bei Kaufman gewesen zu sein. Keine Ahnung. Ah, stimmt. Klopapier. Aha. Gut, tschüss. Nein, aber offenbar liegt hier ein bisschen Klopapier rum und wir finden hier auch noch eine Notiz, die muss man, glaube ich, gar nicht lesen. Aber warum sollten wir es sein lassen? 20. August.
Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. September. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichen nichts mehr zu tun haben, aber mir wird jetzt schon mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen, fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Da hängt ein Zettel. 3 Laib Brot, 3 Beutel Milch, 1 Dutzend Eier. Lieferung an der Hintertür täglich um 8 Uhr. Zutrittscode für den Hintereingang 0886. Das ist jetzt bei Norman. Und hier befindet sich ein Safe. Der ist leider abgeschlossen. Stimmt, dann brauchen wir von Norman, glaube ich, den Schlüssel. Oh. Wie war der Zugangscode nochmal? Ich habe ja das Dokument jetzt nicht mitgeholt. Okay, Leute, ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt. Hier ist eine Schublade, natürlich. Da drin liegt wahrscheinlich der Schlüssel. Ja. So ein Depp. Safe-Schlüssel. Machen wir ein Safe mal auf? Wir haben ja einen Schlüssel. Jetzt endlich. Und was sagt er? Was ist das? Drogen? Ja gut, und dafür jetzt der ganze Aufwand. Joa, Drogen. Norman Young heißt der Typ. Wir dürften sein Geschäft ziemlich schnell auf der Karte finden. Hoffe ich. 0886. Scheiße, wo ist denn das Geschäft? Zum Glück kann man die Texte ja alle so gut lesen. Ja, wir haben offenbar ein Problem. 0886. Oh Mann! Diese Wesen immer. Oh nein! Leute! Das sieht nicht so lustig aus, wie es ist. Hä? Umgekehrt. 0886. Jetzt runter die Straße. Einfach die Street runterrannen. Harry, die Street runterrannen, bitte. Oh nein! Ich... bin ja jetzt kein Mensch, der nicht so hundefreundlich ist, aber ich würde die schon gerne alle abknallen. Vorsicht. Wir sind doch jetzt völlig falsch. Nö, wir sind richtig. Gut. Da wollen wir nämlich hin. Wo ist die Hintertür? Wahrscheinlich hinten, ne? Wahrscheinlich. Nein. Das wollen wir doch alles gar nicht. Wir wollen eigentlich nur zur Hintertür, denn die hat, soweit ich weiß, ein Zahlenschloss. Und wir haben, soweit ich weiß, eine Zahl. Und das zusammengerechnet, könnt ihr euch ja ausdenken, was das heißt. Ja, da ist es. Nein, da ist das Monster. Oh, bitte mal weg. Geh ans Schloss, geh ans Danke. 0886. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ja, all diese Bereiche, die wir gerade durchschreiten, sind ausnahmslos, optional, das heißt, wenn wir das gute Ende nicht wollen, dann müssen wir hier gar nicht hin. Uns wird das auch nie gesagt oder so. Müssen wir alles selbst rausfinden. Zeitung mit demselben Datum wie die im Krankenhaus. Ermittlung festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freiem Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle, wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt. Ein Rauschgiftfahnder an plötzlichem Herzversagen mit unbekannter Ursache. Mhm.
Das wird immer eigenartiger. Und vor allem überall Drogen. Überall, meine Kinder. Überall Drogen. Nichts Besonderes. Ja, Drogen sind überhaupt nichts Besonderes. Da ist ein Gästeregister. Keine besonderen Eintragungen. Für Harry ist sowieso nichts Besonderes. Verkaufsautomat funktioniert nicht. Nein, wir werden alle sterben. Das ist jetzt die Tür nach draußen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Stattdessen möchten wir... das da gucken? 10. September habe das Paket genommen. Angewiesen ist, eine Zeit lang aufzubewahren. Will nicht in die Sache verwickelt werden, kann aber nicht ablehnen. Er hat wahrscheinlich etwas mit dem Tod des Bürgermeisters und anderer zu tun. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Da liegt eine Fernbedienung übrigens. Beziehungsweise ein Magnet. Oh, die ist ja gar nicht mal so kalt. Gut, wir haben den Magneten. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, what the hell, why do we need the Magnet? Ganz einfach. Obwohl, ihr werdet es ja gleich sehen. Schauen wir mal in dieses Motorrad. Damit können wir nichts machen. Zumindest momentan nicht. Das ist unheimlich. Nur der Staub um den Tankdeckel wurde weggewischt. Heißt, da war jemand am Tankdeckel. Na gut, offensichtlich. Strange. Erinnert ihr euch noch an den Kaufmann-Schlüssel, den wir gefunden haben? Irgendwo muss dieser Herr Kaufmann ja wohnen, richtig? Und wir sind ganz in der Nähe seiner Wohnung. Nummer 2 war es nicht. Nummer 1 auch nicht. Es war die Nummer 3, glaube ich. Ja. Das war geraten. Ich weiß. Warum mache ich es denn dann nicht, wenn ich es weiß? Wir verrücken den Schrank. Der Schrank ist verrückt. Etwas glitzert da drin. Der Riss ist zu klein, um durchzufassen. Aber glücklicherweise haben wir den Magneten. Mit dem kommen wir problemlos da an den Schlüssel. Ich habe gerade einen richtigen Schock bekommen. Ich dachte, meine Heilung wäre aus. Ich habe den Motorradzündschlüssel. Nun kann ich mit dem Motorrad wegfahren. Außerdem habe ich ein Tonikum. Aber ich nenne sie Heiltrank, weil sie Heiltränke sind und heilen. Ich glaube, hier war sonst nichts. Auch die Uhr da hinten können wir nicht. Wie viel Uhr ist es auf der Uhr? Ach so, okay, sie ist aus im Prinzip. Moment mal. Gab es in den 70ern schon solche Uhren? Also digitale Uhren? Mit digitaler Anzeige zumindest? Ansonsten wirft das gerade einige Theorien um. Aber damit werden wir uns jetzt gar nicht beschäftigen. Stattdessen, wir haben ja den Schlüssel. Was für ein Schlüssel ist denn das? Schauen wir mal hin. Es ist der Motorradzündschlüssel. Für Kaufmanns Motorrad. Nicht für Kaufmanns Motorrad, aber für das Motorrad im Motel. Dass wir hierdurch jetzt erreichen können. Wir haben die Tür ja eben von innen geöffnet. Also nicht von innerhalb der Tür, das geht schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Ah! Es muss ein komisches Gefühl sein. Hier stand doch eben noch ein Bett. Ach, das Bett ist hier drin, oder? Das ist der Eingang. Hä? Ich bin verwirrt. Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, er hätte sein Bett direkt im Eingangszimmer. Egal. Ja, wir haben den Motorradzündschlüssel. Wir können ihn jetzt hier benutzen. Und legen mal los. Was finden wir denn dort drinnen? Ein kleines Glasfläschchen in einem Plastikbeutel eingewickelt. Was ist das?
Sieht aus wie das zerschmetterte Glasfläschchen aus dem Büro des Krankenhausdirektors. Ihr erinnert euch. Give me that. Nicht so freundlich. None of your business. That's none of your business. Aren't we getting cocky? Messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Oh Mann, war der wütend. Und außerdem, ich schätze, hier habe ich meine Zeit verplempert. Ich beeile mich besser, ich mache mir Sorgen um Cheryl. Du hast alles andere als deine Zeit verplempert, Harry. Das ist extrem wichtig, was du gerade getan hast. Jetzt sind alle Schienen, alle Gleise verlegt. Also, jetzt sind wir tatsächlich in der Lage, das gute Ende zu bekommen. Wir bekommen auch das gute Ende. Wir haben uns das gute Ende im Prinzip jetzt schon weitgehend erkämpft. Was heißt erkämpft? Der Kampf kommt noch, aber wir haben alles in die Wege geleitet. Zumindest. Und das ist ja schon mal was, richtig? Das kann man ja nicht abtun einfach. Ich steuere gerade mit der rechten Hand, das ist sehr komisch. What's this? Was ist das? Oh. Nein, nicht schon wieder. Nein, dieses Mal ist das Gefühl anders. Anstatt des Übergangs von der Realität zu einem Albtraum, ist das eher wie Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht, als ob etwas Schlimmes passieren wird. Kein Zweifel, etwas Schreckliches geht hier vor. Versteht ihr, worauf er anspielt? Bisher waren wir immer am Schlafen. Oder ohnmächtig, wenn der Wechsel geschah. Bis auf die erste Szene, in der er geschah. Aber die ist ja sowieso was anderes, weil sie ja in einem Traum stattgefunden hat. Das war ja ein Traum, der zu einem Albtraum wurde. Und ein Albtraum, der zu einem schlimmeren Albtraum wurde. Besser gesagt. Das habe ich jetzt nicht zum Wortwitz gemacht. Das meine ich genauso, wie ich sage. Und, ja, schön, dass die Grafikfehler auch weitergehen. Ach. Seht ihr das? Sie finden uns einfach nicht. Ich habe mein Leben gerade gerettet, indem ich das Licht ausmachte. Allerdings, wenn wir uns bewegen, scheinen sie uns doch zu hören, irgendwie. Das Radio hören sie nicht. Da habe ich mich mittlerweile auch schon drüber informiert. Hier unten ist, glaube ich, nichts. Ich will trotzdem durchlaufen, weil ich glaube, dass ich in meinem ersten Silent Hill Let's Play wirklich eine Menge Links liegen gelassen habe. Natürlich ist hier unten was. Hier ist doch das Schiff. Marco. Die Straße wäre hier blockiert gewesen. Wir sind jetzt tatsächlich bei unserem richtigen Weg, ja. Wir gehen hier gerade, meine Güte, wir gehen hier gerade den richtigen Weg. Nämlich hier rein. Hallo, da ist ein Körper, der am Schott eingekeilt ist. Was ist ein Schott? Egal. Und hier jetzt plötzlich ein dreidimensionaler Rettungsring. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Durch hier. Durch da. Durch da. Hallo Sybil, wie geht's? Harry. Ja, das bin ich. Nein, Harald. Der Mann heißt Harald. I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Mhm. Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried?
Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. Aber dann sah ich, dass ich recht hatte. But now I know I'm not. Oder auch nicht. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, I... Ach nö. The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. Hurrah! So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. Ja, mach mal eben. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. Oh ja, kein Problem. You will need to use it. Use what? The flowers. Only with that can you stop it. What about Sybil? Oh, das ist eine ziemlich eindeutige Aufgabe. Nee, eigentlich nicht. Aber es könnte eine sein, rein theoretisch. Dieser Seitwärtsschritt sieht unglaublich eigenartig aus. Hallo. Ich bin ein Krebs. Nehmt mich ernst. Ganz abgesehen davon, steuern können wir das Schiff nicht, aber kümmern Sie sich jetzt nicht da. Da ist ein Steuerrad, aber kümmern Sie sich jetzt nicht darum. Wieso redet er denn jetzt den Spieler an? Also mich.
Ich mag es nicht, angeredet zu werden. Naja, wir sind im Boot. Es geht zum Leuchtturm, kann ich euch direkt mal spoilern. Und das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Silent Hill 1. Bis dahin, ciao.